Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Und zwar, ihr seht es gerade, der SpongeBob Spannkopf Pim. Es ist immer Zeit für ein geldbringendes Projekt. Ich habe mich dafür entschieden, dieses Spiel zu Let's Playen. Übrigens auf einem PlayStation 2 Emulator. Das heißt, genau genommen sitze ich am PC und zocke das sogar mit dem Xbox-Controller. Das heißt also, hier beginnt schon die richtige Ketzerei, weil das alles hier mit dem natürlich mit den PlayStation-Tastenbelegungen hier versehen ist, aber ich mit dem Xbox-Controller zocke. Irgendwie gehen mir die alle auf den Sack. Es ist immer gut, Optionen zu haben, solange alle nach deinem Geschmack sind. So. Ja, jetzt kann ich ein bisschen erklären. Der Grund, warum ihr das jetzt hier seht, ist, dass mir das Spiel oder das Let's Play SpongeBob Schlacht um Bikini Bottom Rehydrated so unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ihr braucht gar nicht so zu lachen, ihr Bastarde. Ohne Scheiß, ich krieg schon die Krise, wenn ich mir den Laden hier ansehe. Oh Gott, nein, ey. Also im Prinzip musst du ja nur die Bahn entlang, ne? Im Prinzip ist das ja auch einfach. Was musst du denn für einen Ball? Guck dir das mal an. Ich stehe da drauf und er schmeißt mich sofort ab, als wäre das hier so ein Rodeo-Pferd. Ich habe auch gerade nicht umsonst ein Bier neben mir stehen. Da muss ich wirklich was trinken, ey, sonst komme ich hierauf nicht klar. Was war das denn? Alles, was mich abfuckt, habe ich noch irgendwie in Erinnerung hier. Was war das denn? Hier willst du dir wirklich einfach nur einen Strick binden. Das ist, also unglaublich ist das hier. Das hier ist die verwinkelste Scheiße. Oh nein, ey, und jetzt darf man sich den ganzen Rotz wiedergeben. Oh, ich hasse das hier. Das war wieder frech. Ganz ehrlich, Alter, das hier wirklich, das ist die absolute Hölle gewesen. Jedes Mal nach diesem Level brauchst du wirklich so eine Aggressionsbewältigungstherapie. Mami, ich will das böse Level nicht mehr machen. Es fesselt mich an. Mami sagt dem Level, es soll mich nicht mehr anfassen. Jedes Mal, wenn du dieses Level zu uns einlädst, dann fesselt es mich an. Also hier braucht man zwei Sachen. Erstens Geduld und Timing. Und ich habe gerade beides nicht so ganz. Nein, war gelogen. Ist kacke hier. Oh. Wo ist der nächste Checkpoint? Weil SpongeBob finde ich geil und Plattformer finde ich geil und diesen SpongeBob-Plattformer finde ich natürlich dann auch besonders geil. Und da hatte ich mega Bock drauf, weil Mensch, ich habe mir gedacht, Mensch, du hast doch als Kind damals dieses eine Spiel gespielt. Da steckt übrigens auch eine Geschichte hinter mit diesem Spiel so ein bisschen, das erkläre ich auch noch. Und mir hat dieses Spiel super viel Spaß gemacht und Laune. Und deswegen, weil das jetzt hier so alles möglich ist mit dem Emulator, mache ich da ein Let's Play draus natürlich. Und ich hoffe wirklich, euch gefällt das Spiel wirklich genauso gut wie mir. Vielleicht gibt es Leute unter euch, die haben das noch gar nicht gesehen. Vielleicht gibt es Leute, die denken sich, oh, das schon wieder. Aber die finden es gut. Ich hoffe einfach nur, dass wir gemeinsam eine Menge Spaß haben werden bei dem Spiel dieses Spiels, das mir sehr am Herzen liegt. Sorry, erkläre ich später dazu. So. Hier gibt's noch mehr. Neues Spiel. Hilfe, rette mich, ich bin... Ja, ich hatte einen Testspeicherstand, um zu prüfen, ob der Sound so weit hinkommt und das Spiel läuft. Spiel wurde gespeichert. Ich halte während den Cutscenes natürlich wieder die Klappe. Und ich hoffe, die Story ist auch einigermaßen einleuchtend, ansonsten erkläre ich die natürlich auch noch, aber so krass ist die jetzt nicht, ist halt ein SpongeBob-Film, ne? Aber ich werde versuchen, wieder klug zu scheißen und das eine oder andere zu ergänzen, weil ich das liebe. Ich mag klug scheißen. Ich komme so wenig dazu. Willkommen in unserer kleinen Fabel des Leids, des Triumphs über unüberwindbare Widerstände, des Terrors und der Managementverantwortung. Unsere Geschichte beginnt in den ruhigen Gewässern über Bikini Bottom. Sobald wir in die Wellen eintauchen, befinden wir uns in einer anderen Welt. Moment mal, haltet eure Seepferde an! Aber ich habe kein Seepferd. Ich kann nicht glauben, dass das hier passiert. Es ist schrecklich. Synchros on point. Neptun sei Dank, mein Manager ist hier.
Sprich mit mir, Krabs. Es begann mit einer einfachen Bestellung. Ein Krabbenburger mit Käse. Also, was ist falsch gelaufen? Als der Kunde einen Bissen nahm, kein Käse! Das ist noch nie passiert! Fass dich wieder, Eugene. Ich gehe rein. Ja, ihr seht es auch, die Mechanik ist die gleiche wie in SpongeBob Schlacht um Bikini Bottom. Allerdings muss man sagen, das hier ist ein PlayStation 2 Spiel. Das heißt, die Grafik ist natürlich noch längst nicht so hübsch. Die Performance ist auch nicht so geil. Ich glaube, das läuft hier auf 60 Frames. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall fühlt sich das natürlich nicht so smooth an. Wie gesagt, Emulator und PlayStation 2 Spiel. Und nicht wirklich optimiert. Und ich bin absoluter Noob, wenn es darum geht, den Emulator richtig einzustellen. Aber ich hoffe, dass das soweit klappt. Aber wir haben jetzt quasi den Auftrag bekommen, in die krosse Krabbe zu gehen, die da hinten übrigens ist. Und dieses Malheur zu richten, indem wir richtig profimäßig irgendwas dagegen unternehmen. Ich habe keine Ahnung was. Übrigens, das ist mir beim Test aufgefallen. Da hinten sieht man die Sandburg bei der Gulagune, die man auch aus dem Spiel Schlacht Bikini Bottom kennt. Und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich geil, dass man dann auch sowas, auch wenn es leider nur im Hintergrund ist und dann natürlich nicht hingehen kann, dass man dann solche Details dann hat und betrachten kann und sich darüber freuen kann. Da ist zum Beispiel die Innenstadt. Man sieht sogar die Seenadel. Kennt man auch. Ich glaube, das sind die Quallenfelder. Und hier sind die Sandberge. Geil. Naja, und statt dieser glänzenden Objekte, die man sonst immer kennt, gibt es jetzt diese Hanteln. Weil in diesem Spiel wird das Thema Männlichkeit, und da ist nun mal Körperstärke anscheinend, auch wenn es ein bisschen klischeebehaftet ist, ein sehr wichtiges Thema. Deswegen Hanteln, Männlichkeit und so weiter. Oh shit. Wenn du Gesundheit benötigst, dann solltest du ein oder zwei Krabbenburger aufsammeln. Ja. Werde ich machen. Mini, die man zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht kennt, aber uns trotzdem schon Tipps gibt. Because fuck logic. Die machen einen Aufstand. Aber das ist ja auch der Witz. Dass ein Kunde, der mal seinen Willen nicht bekommen hat, also ich sag mal so, hier in Deutschland wäre es gang und gäbe, ne? Deutschland ist ja bekanntlich Servicewüste Nummer 1. Ich weiß gar nicht, ob es einen Index dafür gibt. Bestimmt. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo Deutschland genau wäre, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Deutschland vielleicht sogar Platz 1 ist. Wenn es darum geht, wie... Ja. Naja, die Quallen sind schon richtig geil auf Patrick, aber die stechen genauso. Die sind sogar noch ein bisschen schwieriger, finde ich, als in dem anderen Spiel. Die sind da irgendwie, die treffen dich da eher. Und haben irgendwie auch eine ganz engere, also eine engere Hitbox gefühlt. Achso, zurück zum Thema. Übrigens, das mit den Kisten, die hat sich nicht geändert, das kennt man. Vom Manager zum, nicht Manager. Ja. Jetzt frage ich mich, Deutschland... Ja, ist bestimmt ganz, ja, ganz oben, wenn es darum geht, dass Leute unzufrieden sind mit dem Service. Reinheit kommt direkt nach Managerkeit. So, das hier sind übrigens diese Extras, das sind so Konzeptgrafiken oder... Eigentlich sind es so Konzeptgrafiken, glaube ich, oder Bilder aus dem Spiel. Sammle Schatztruhen, um coole Extras zu erhalten. So sagst du, Schnecke. So. Um zu sehen, welches Extra du gerade erhalten hast, gehe in das Menü Extras im Optionsmenü. Ja, das sollte ich wohl wirklich mal zeigen. Übrigens, diese Randfehler, die man jetzt auch in der Aufnahme sieht, stelle ich gerade fest, die kriege ich nicht weg. Bevor ich mir jetzt das gesamte Programm zerschieße und am Ende alles unbrauchbar wird oder gar nicht spielbar ist,
lasse ich das lieber so sein. Ich denke mal, oder ich hoffe, dass ihr damit leben könnt, weil ich muss es auch. Und ich hoffe, das Spiel, und ich glaube, das fällt einem, wenn man in dem Spiel auch so ein bisschen drin ist, auch gar nicht so wirklich auf. Es ist echt toll, dass SpongeBob das Zeug aufgeschrieben hat. Extras. Achso. Zeichnungen, SpongeBob. Also hier sehen wir SpongeBob mit verschiedenen Outfits und ich muss mich ehrlich gesagt gerade echt wundern, dass sie das zweite Reihe, zweiter SpongeBob von links, dass sie dieses YMCA Outfit da reingenommen haben, ne, nicht da reingenommen haben, aber dass sie das irgendwie zur, das ist wohl zur Debatte stand, irgendwie da irgendwie mit reinzunehmen, das wundert mich. Aber man sieht hier verschiedene Ausführungen von SpongeBob. Ganz links oben Live Ericsson Tag, wo SpongeBob mit Patrick diesen Tag feiern wollte. Eigentlich wollte und sich Patrick neu eine riesen Notizzettel gesehen hat, so, guckt euch die Serie an. Da sehen wir dann Uhrzeit SpongeBob, SpongeBob als Meerjungfrau-Mann, SpongeBob mit Patricks Hose, Kritzelbob, also SpongeBob als Zeichnung, YMCA SpongeBob, warum auch immer, und SpongeBob mit dem Riss in der Hose und SpongeBob. Ja. Oh, noch mehr. Ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung, was das sein soll. Ich glaube, eigentlich ist das ein Spoiler. Ja, ich sag dazu mal erstmal nichts. Enemy Spawner Planktopolis, Enemy Spawner Trench. Cool, danke für den Spoiler. Colors and final design will be based on Trench Monster Model Sheets from. Boah, das ist so verpixelt, ich kann es gerade nicht erkennen. Warte mal, was steht in der Aufnahme? Peanut Worm? Oder was soll das heißen? Ich kann das gerade echt nicht so gut entziffern. Ja, es wird ein Trench, ein Graben kommen. Gut, dass das Spiel uns das jetzt vorweggenommen hat. Vielen Dank, Spiel. Oh, Spielzeug! Juhu! Also ich kenne das Spiel natürlich, ne? Aber ich weiß nicht, ob ihr das jetzt kennt, deswegen. Ich finde Spoiler scheiße. Also vor allem, wenn sie im Spiel passieren. Die Knöpfe sind auch gleich geblieben. SpongeBob hat jetzt statt Seifenblasen-Power sein Karate-Move zum Beispiel zum Angriff. Also, es haben sich nur geringfügig Sachen geändert. Manager. Und wir sind Manager. Verdammt richtig. Nein, das bist du. Ah, fuck you. Aber nicht Alter, was? Was renne ich denn jetzt hier ständig alle Quallen rein? Wir sind Männer. Planktonkisten. Checkpoint. Auch die gleichen Models. Danke für die Hilfe, Jungs. Ja. Übrigens, ich finde diesen Lichteffekt gar nicht mal so scheiße. Vielleicht liegt es auch daran, dass das dass das so ein Blur-Effekt ist irgendwie. Weiß ich nicht. Das ist Arbeit für einen. Müsste mal gucken in einem anderen Manager. Abschnitt. Oh yeah, wir sind Manager. Das heißt, wir managen die Geschäfte der Krossenkrabbe. Lohnt sich auf jeden Fall auch bei einem Dreimann-Betrieb, wenn man den Chef sogar mitzählt. Da lohnt es sich schon wirklich, einen Managerposten zu haben. Und dann, wenn SpongeBob's Aufgabenbereich sich dann so weit erweitert hat, dass er sich um seinen Job, eigentlichen Job gar nicht mehr kümmern kann. Weil jetzt muss er Burger braten und managen. Das ist eine große Verantwortung, liebe Leute. Ja. Versuche auch in diesem Spiel alles einzusammeln. Du bist in der Lage, einige schwache Objekte in dieser Welt zu durchbrechen. Das ist also ein schwaches Objekt. Könnte mein Selbstvertrauen sein. Bam. Nein, das war ein Witz. Ich strotze vor Selbstvertrauen. Alter. Nein! Fuck. Da wollte ich ausprobieren, ob ich Patrick irgendwie hauen kann. Fuck. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Ach, komm schon. Irgendeine Möglichkeit, dass ich da noch rankomme.
habe leider auch nicht mehr diesen Blasenangriff, der mich nach oben befördert. Das ist dann natürlich... Okay, blöd. Jetzt habe ich deswegen zwei Handlungen versaut. Ja. Okay, sehen wir einen leichten Grafikfehler. Okay, Leute, was geht denn hier ab? Ich muss mich entschuldigen. Das ist halt der Emulator. Das liegt nicht an der Leistung meines PCs, sondern daran, dass ich einfach zu doof bin, einen PlayStation 2 Emulator richtig einzustellen. Ja, ich werde mich da auch sofort drum kümmern. Ich weiß, dass ich ein Power-Up habe. Fuck you! Alter, leck mich doch am Arsch! Habe ich jetzt alles? Um von einem Sprungbrett zu springen, spring einfach drauf! Wieso? Weil sie den Manager eines durchaus renommierten Etablissements herumrennen sehen und Handeln einsammeln sehen? Normal. Dafür stehen wir mit unserem Namen. So. Wir haben jetzt die Wahl. Wir können jetzt hier, das ist das Upgrade-Menü, wir können jetzt hier für SpongeBob und Patrick jeweils übrigens, also wenn ich jetzt einen Punkt auf Gesundheit lege, kriegt Patrick den nicht. Das heißt, ich muss wirklich für jeden Scheiß immer jeweils einen Punkt ausgeben. Und das ist natürlich übel. Da brauche ich halt ein paar. Ich würde sagen, wir nehmen als erstes Gesundheit. Einen weiteren Krabbenburger mit extra Männlichkeit, bitte. Ja, hier sagt Craig SpongeBob einen zusätzlichen Punkt für seine Gesundheit. Ech, jetzt haben wir nicht mal volles Leben, deswegen. Naja. Aber auf jeden Fall können wir jetzt... Karate, Dreher. Achso. Schauen wir uns nachher an. Ach ja, statt den goldenen Pfannenwendern gibt es jetzt diese Goofy Goober Münzen. Wer sind Sie? Ich bin der Manager dieses Etablissements. Alles wird in Ordnung kommen. Ich hab wirklich Angst, Mann. Hast du einen Namen? Phil? Komm schon, Phil, bleib bei mir. Ich habe nur eine Chance. Ich muss die richtigen Werkzeuge für den Job haben. Bingo! Jetzt möchte ich, dass du mir einen Gefallen tust, Phil. Was? Sag Cheese. Ah, der Anfang. Unser kleiner gelber Freund erwacht aus seinem Schlummer und bereitet sich auf den größten Tag seines Lebens vor. Trotz seiner Träume ist er immer noch nicht zum Geschäftsführer der neuen großen Kabe 2 ernannt worden. Deshalb macht er sich auf, um seine Depressionen im örtlichen Goofy Goobers in Eiscreme zu ersticken. Auf der anderen Straßenseite brütet der teuflische Plankton, neidisch auf Mr. Krabs Erfolg, an Plan Z. Er stiehlt König Neptuns Krone und beschuldigt Mr. Krabs, sie an die weit entfernte und gefährliche Muschelstadt verkauft zu haben. Lasst uns nun am Selbstmitleid unserer beiden Helden teilhaben. Ich bin bereit. Depression. Relatable. Ich hoffe jetzt, dieser Blur-Effekt ist vielleicht weg. Ich hoffe mal, es hat nur am Level gelegen. Und ich hoffe, es wird nicht schlimmer, irgendwie wie diese Schatten. Hey, Kumpel, oh. Komm schon, wach auf. Hä? Wo bin ich? Es ist 8 Uhr morgens, wir haben geschlossen. Sammel deinen Kumpel ein und raus hier. Yippie, Kumpel! Komm hier hoch und feier mit! SpongeBob! Dieser Tune, diese Musik, welche Albträume von. Aber ich bin Patrick. Und wir sind jetzt in einem Eislokal. Und um das ein bisschen ins Erwachsene zu übertragen, SpongeBob und Patrick haben jeweils einen ziemlich heftigen Abend Eiscreme hinter sich. Wir würden es jetzt Alkohol nennen. Aber es gibt es bei SpongeBob nicht. Gibt es sogar wirklich nicht. Also in keiner einzigen Folge gibt es irgendwie Alkohol. Naja, und stattdessen haben sie Eis.
Und diese Kamera ist invertiert. Und ich liebe invertierte Steuerung. Wisst ihr ja aus Star Wars. Also neben Lego Star Wars Let's Play. Naja, auf jeden Fall sind wir beide ein bisschen Hangover. Beziehungsweise SpongeBob ist noch nicht ganz so nüchtern. Und Patrick schon eher. Und jetzt müssen wir versuchen, wie SpongeBob zu finden. Und ihm einen Kaffee zu geben. Oder zumindest einen Schluck Wasser. Dass er nicht ganz so dehydriert ist. Ihr wisst, was ich meine. Gott, das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Ne? Also, wenn ihr mal irgendwie die Nacht weg seid oder so und ihr Apfelschorle trinkt oder Milch, nennt's wie ihr wollt, dann habt auf jeden Fall irgendwie eine Mineralwasserflasche dabei oder so. Weil es gibt nichts Schlimmes. Ich finde das absolut grausam. Am nächsten Morgen mit so einer richtigen Pappfresse aufzuwachen. Okay. Dieser Tune gerade, den haben sie auch im anderen SpongeBob Let's Play anderen SpongeBob Spiel benutzt. Was habe ich doch für ein geiles Gedächtnis. Gibt es dafür irgendwie einen Erfolg? Ne, nicht Erfolg, aber gibt es eine Belohnung? Komm ich da ran? Darauf? Ne, ich glaube nicht. Da komme ich wohl noch nicht rauf. Habe ich soweit alles? Ich glaube, ja. Passt. Okay. Ja. Also wichtig, seid, wenn ihr saufen, wenn ihr am Saufen seid, irgendwie auf jeden Fall hydriert. Oh Gott. Ihr werdet es mir danken. Also, falls ihr das noch nicht wusstet, alle, die es wissen, ne? Brauche ich das hier nicht erklären. Aber es gibt vielleicht jüngere Leute, ne? Ich bin jetzt schon 25 Jahre alt, ja? Und da kann ich ja schon ein bisschen was von meinem Knowledge weitergeben, das ich in meinen Jahren gesammelt habe. Meine Lebenserfahrung. Muss ich selber lachen. Ich komme mir noch so gar nicht wirklich erwachsen vor, muss man sagen. Also, der Tag. Der... Fuck you. Nimm das. So. Der Tag, an dem irgendwie mal irgendwie so ein Kind auf mich zukommt und sagt irgendwie, können Sie mir helfen? Ich brauche einen Erwachsenen. Ich glaube, da werde ich anfangen mitzuweinen. Weil, weiß ich nicht. Zum Beispiel, ihr kennt das ja selbst. Egal wie alt ihr jetzt seid. Mama und oder Vater, die haben alles im Griff. Also, ich werde... Es gab fast keine Situation in meinem Leben, wo ich meine Mutter habe sagen hören, habe ich jetzt auch keine Ahnung. Also so ganz allgemeine Dinge. Die hat irgendwie immer eine Lösung für alles gefunden. Egal wie schwierig es war, egal was mir passiert ist. SpongeBob! Was geht, Patrick? Du solltest dieses neue Trickwesen-Spiel ausprobieren. Duck dich! Was? Das war übrigens ein Wortspiel für Duck, also ducken. Oh, der steckt zwei ein. Naja, auf jeden Fall, ja, meine Mutter, die hatte irgendwie für alles eine Lösung. Und deswegen würde ich auch über meine Mutter sagen, ist ja auch logischerweise meine Mutter, die ist erwachsen. Aber nicht, weil sie meine Mutter ist, sondern weil die einfach alles im Griff hat. Mein Vater auch. Also, und das macht für mich dann so Erwachsensein zum Beispiel aus. Dass du immer weißt, was ist zu tun, was ist notwendig oder was, ne, was muss einfach getan werden. Und es gibt noch so viele Dinge, von denen ich noch keine Ahnung hätte, wie ich damit fertig werden soll. Also ganz viele alltägliche Dinge im Grunde. Nimm dich vor dem Gurt in Acht! Und deswegen kriege ich da so leichten Horror, wenn ich daran denke, dass ich das vielleicht eines Tages auch machen muss. So. Dass ich dann vielleicht sogar irgendwann mal Kinder habe und dass die mich dann fragen, sag mal, Papa,
wie läuft das und das im Leben? Was muss ich da machen? Oder ich habe ein Problem, du musst mir helfen. Und ich sitze da und dann denke mir so, haha, mach mal selbst. Google es. Ich habe keine Ahnung. Nein, ich werde mir natürlich auch was einfallen lassen, aber ich hoffe wirklich, dass ich bis zu diesem Tag dann noch einiges dazugelernt habe im Leben. So über so viele Dinge halt. Hey, ihr beiden schon wieder. Ich habe euch vermisst. Ja, das sind im Prinzip die Spawner. Ich würde jetzt gerne aufwachen. Das sind die Spawner, wie man sie aus Schlacht um Bikini Bottom kennt. Also diese Robotermaschinen. Nur als Zelt. Kleiner Junge, großer Stinker. So. Einmal alles und jeden genutzt hier. Wir legen uns hier übrigens gerade mit dem Personal an. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Eigentlich sind wir jetzt gerade... Alter. Solche Sachen lassen mich dann doch ein bisschen das Let's Play überdenken. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer als das hier grafisch. Ich hoffe es wirklich. Um am Eisblock zu springen, musst du in seine Richtung springen und ich sag jetzt Y, da stand jetzt natürlich Dreieck, aber Xbox-Controller halt. Und das meine ich ja mit diesem Frevel, den ich hier gerade begehe. Ich spiele, das müsst ihr euch mal geben, ich spiele ein PlayStation 2 Spiel auf dem PC mit einem Xbox-Controller. Es könnte nur noch schlimmer sein, wenn es ein Nintendo-Spiel wäre oder so, wenn es ein Nintendo-Emulator wäre. Dann ist das Chaos wirklich perfekt. Zählt das, was ich gerade mache, auch als plattformübergreifendes Spielen? Ahahahahahaha. Das bin ich doch wieder witzig. So. Im Prinzip machen wir eigentlich gerade was Richtiges. Aha, wusste ich's doch, dass hier was war. Ich sag ja, das Gedächtnis. Spiele aus der Kindheit, da weiß man einfach alles drüber. Meerjungfrau Manns SpongeBob-Kostüm. LOL! Wir können jetzt. Wow. Geheime Geheimnisse. Wir können von allen. Ein Kostüm einstellen. Wie geil ist das denn? Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht damals. Weil mich haben diese Extras auch so null interessiert. Und ehrlich gesagt, in diesem Run wird es mich auch nicht interessieren, weil das Spiel ist ein bisschen anders strukturiert. Und zwar haben wir hier ein lineares Level-System. Das heißt, wir gehen von Level zu Level durch eine Story und können uns nicht entscheiden, wo wir hingehen. Also das ist jetzt nicht... Ich weiß jetzt nicht, ob man das als Open World betrachten könnte, also Schlacht im Bikini Bottom. Weil da hatten wir ja schon die Wahl, wohin gehen wir als nächstes. Und hier ist das nicht der Fall. Wir können zwar sagen, wir spielen ein Level nochmal, aber wir können, ne, wie gesagt, man kann jetzt keine Welt in dem Sinne erkunden oder so. Also, wenn man das jetzt so auf dieses Erwachsene-Dings übertragen würde, dann waren SpongeBob und Patrick jetzt gerade richtig hart am Feiern. Bis 8 Uhr morgens. Respekt übrigens dafür. Kriege ich nicht mal jetzt hin. Bei mir ist meistens so um 4 oder 5 Schluss. Dann haben sie richtig hart durchgesoffen und legen sich jetzt mit dem Clubpersonal an. Das ist ganz schön hardcore. Patrick, wenn du mir mehr Goofy Gooba Münzen bringst, dann kann ich dir den Ratschlag-Move beibringen. Oh toll, ich liebe diesen wie auch immer Move. Alle sind doof außer mir. Das wirst du. Bring mir einfach noch mehr Goofy Gooba Münzen. Okay, Tante, die wir offiziell eigentlich gar nicht kennen, aber uns irgendwie zu unheilvollen Taten anstiften will. Weil das muss man ja offensichtlich tun, um hier weiterzukommen im Spiel.
Immerhin zerlegen wir gerade ein ganzes Club, einen ganzen Club samt Personal und eine Inneneinrichtung. Ah. Was? Wohin geht's denn hier? Ich glaube, das ist nicht so geplant. Drücke 1. Eigentlich ist es ja RB. Ist RB. Um zur Kampfarena-Herausforderung befördert zu werden. Gönnen wir uns mal. Weil ihr werdet sehen, warum. Besiege alle Gegner. Welle. Oh Gott, es gibt ja echt noch Wellen. Welle 1 von 3. Alles klar, Kinder, fertig, los. Das ist genauso wie diese Leuchtturm-Herausforderung so ein bisschen. Okay, wir haben jetzt wieder diese komischen... Wow. Alter, Ultra Instinct ist real. Alter, ich kann eure Moves schon voraussehen, bevor ihr überhaupt darüber nachdenkt, sie zu machen. Oh, ich bin so krass. Oh, diese Schatten sind auch krass. Alter Schwede, sieht das scheiße aus. Es tut mir leid. Kann es nicht ändern. Aber es gibt bestimmt bessere Einstellungen. Es gibt bestimmt welche. Hm. Vielleicht muss ich ein bisschen damit rumprobieren. Aber ich habe Angst, dass ich irgendwas einstelle. Ich habe Angst, dass ich irgendwas einstelle und kaputt mache. Also, dass ich mir dann das Spiel oder beziehungsweise schon fast das Programm zerschieße. Weil das wäre ziemlich ärgerlich. So, fuck you, fuck you, fuck you. Wow, das war fies. Au! Fuck. Ich fühle mich schon viel männlicher. Da haben sie uns erwischt, da hat unser Ultra Instinct versagt. Ja, da auch. Das ist hässlich zu lachen. Ich hab hier gar nichts zu lachen. Ich hätte auch jetzt gerade so mega Bock auf einen Big Mac oder so. Keine Schleichwerbung an dieser Stelle. Ich habe mich wirklich dazu entschieden, es zu sagen, weil ich hätte jetzt halt Bock auf Big Mac. Oder um eventuell andere Restaurantketten nicht zu vernachlässigen. Ein Double Cheeseburger würde es auch tun. Wow, alter Schwede. Super Schwamm, rettet den Tag. Mit dem Besen sind echt übel. Die haben so eine, ja, so ein bisschen Range halt, ne? Ey. Gibt's doch nicht. Teilweise rennen die ja echt übel hinter dir her. Also die haben so einen mega langen, okay, das wird jetzt langsam kritisch. Alter, sei... Junge! Alter, habt ihr das gesehen? Was haben die denn für ein Speed? Oh nein. Ist das jetzt die zweite Welle oder die eher... Was hat man davon, wenn man gleichzeitig redet und spielt? Was hat... Genau das meinte ich. Was hat man davon im Endeffekt, wenn man ein Let's Play macht? Dann macht man ja beides zwangsläufig gleichzeitig. Also eigentlich ist das ja nicht schwierig. Eigentlich muss ich einfach nur an den vorbeirennen und den einfach einen richtigen Arsch voll geben. Aber... Diese Besenspasten, die machen das schon ein bisschen schwieriger, weil erstens haben die so einen mega langen Wind-Up und laufen einfach so ewig und drei Tage hinterher.
Vor allem, die sind schneller. Ihr habt es ja gerade gesehen, ich wollte doch so Krabbenburger und die haben nicht locker gelassen. Eigentlich sollte ich die nur ankommen lassen. Okay, drei Stück ankommen lassen ist dann doch eine scheiß Idee. Ja, ich sollte mich um die Wesentypen echt schnell kümmern. Fuck you. Fuck you. Ja, da habe ich doch im letzten Mal die Richtung gewechselt und damit hat der Wichser überhaupt nicht gerechnet. Einfach in Bewegung bleiben. Einfach in Bewegung bleiben. Wow. Alter Schwede, das ist die erste Kampfherausforderung nur und ey, das ist schon gar nicht mal so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber guckt euch das mal an. Ich meine, es gibt zwar diesen Rebound-Effekt, dass wenn du Gegner schlägst, dass sie gegen andere prallen und dann macht denen das auch Damage, aber das ist dann... Also ich stelle mir gerade vor, nach dem Bikini Bottom, mach das mal hier mit 100 Robotern auf einmal fast schon. Das ist dann schon echt hardcore schwer. Ja, da habe ich nie aufgepasst. Du meinst wie Eislokal-Personal fertig machen, ja. Ihr seid zu nervig. Die Fettsäcke und so weiter gehen ja klar. Aber ihr seid der Horror. So. Fuck you all. Cool. Ja. Da haben wir jetzt sogar noch die nächste Goofy-Guba-Münze bekommen. Ist quasi die Währung, glaube ich, von diesem Restaurant. Und, ja. So, und jetzt? Okay, Patrick. Da du mir genug Goofy-Guba-Münzen gebracht hast, kannst du nun den Ratschlag-Move einsetzen. Wir sind ein Shuriken. Wie geil ist das denn? Zeit zu drehen? Oh toll, oh toll, oh toll! Drück einfach Kreis und schnell nach vorne zu spießen und alles, was dir im Weg steht, zu zertrümmern. Du solltest lieber aufbrechen, Patrick. Es gibt viel zu tun. Oh, da hätte ich jetzt extra hängen muss. Aber ja, das ist der Ratschlag-Move und der macht im Prinzip genauso viel Damage wie jetzt zum Beispiel ein ganz normaler Schlag. Aber wir machen mal an dieser Stelle Schluss. Ich muss mal kurz sehen, ob ich abspeichern kann. Geld und Kinder zuerst! Hilfe, rette mich, ich bin... Gut. Dann, ja... Bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Lasst mich wissen, wie ihr das Let's Play findet. Bis auf die Grafik, bitte. dafür entschuldige ich mich. Ich kann mich nicht oft genug dafür entschuldigen. Es sieht scheiße aus. Mich stört es auch. Ich hoffe, es... diese Schatten und... vielleicht experimentiere ich da noch ein bisschen rum. Ich kann es aber nicht versprechen, dass ich das in den Griff bekomme. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Dann, bleibt mir gewogen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.